Copy 724, Roger. Center maintains 2000. The center maintains 2000, 724. Come at 504, the center maintains 3000. That's 1231 o'clock, Copy 724 now. Okay, we got it. Es ist ein 3-Stunden-Rennen und so ein Rennen wird in der Regel nicht in der ersten Runde und auch nicht in der ersten Kurve entschieden. Die schnellste Runde vom Team wird gewertet für die Startaufstellung. Die schnellste Zeit steht auf Pole Position, zweiter, dritter und so weiter. Prima Linie, super. Klappt doch, sieht gut aus. Gas geben, abbremsen, lenken, wieder Gas geben. Linie sieht gut aus, prima, schön. Super. Ich habe natürlich Glück gehabt, dass ich praktisch den Ersatzfahrer gegriffen habe. Eigentlich der Teamkollege ist ja ausgefallen. Ja. Yeah. Und da habe ich natürlich also einen auf die Lüfte gemacht, weil also ich habe es nicht gewonnen, er hat es gewonnen. Okay. Oh, das ist also so gut. Das muss man so sagen. Ja. Zweimal zwei Eintrittskarte für die Mini-Trophy in Hockenheim ist jetzt im September. Herzlichen Glückwunsch. So, das war's von diesem Event hier aus dem Raceroom im Dom 5. Wir haben gesehen, auch ein 3-Stunden-Rennen ist hier möglich. Gefühle, Emotionen, auch bei uns im Raceroom, das könnt ihr auch erleben. Kommt vorbei, fahrt mit und erlebt das virtuelle Racing bei uns im Raceroom.